2001 wurden unter realen Bedingungen die Notfallmaßnahmen bei einem Bioterroranschlag auf das amerikanische Festland getestet. Die Operation hieß Dark Winter. Innerhalb weniger Tage geriet die Simulation außer Kontrolle. Die Operation prognostizierte einen raschen Ausfall von Schlüsselinstitutionen, innere Unruhen und eine erhebliche Anzahl ziviler Opfer. Dark Winter hat gezeigt, wie verwundbar wir geworden sind. Unser Lebensstil, unser Wohlstand, unsere Sicherheit beruhen auf einer empfindlichen, instabilen Wirtschaft. Wir haben ein System erschaffen, das so kompliziert ist, dass wir es nicht mehr steuern können. Öl, Strom, Transportwesen, Verkehr. Wir leben in einer komplexen Welt. Und je komplexer sie ist, desto anfälliger wird sie. Das System beruht auf einer globalen Versorgungskette, die Waren weltweit transportiert, just in time. Wir haben ein Kartenhaus errichtet. Entferne nur eine und alles bricht zusammen. Und was befeuert das System? Geld. Amerikaner können 90 Milliarden Dollar an einem einzigen Einkaufstag ausgeben. Letztes Jahr drängten sich 200 Millionen Menschen am 23. November in den Geschäften. Wir nennen diesen Tag Black Friday. Wussten Sie, dass ein Grippevirus auf der Oberfläche einer Banknote 17 Tage überleben kann? Eines Tages wird es eine Pandemie geben. Sie könnte im Gedränge des Black Friday beginnen. Ein Erreger springt von einer Banknote auf die menschliche Haut über, auf Lebensmittel, Spielzeug, Kinder und geliebte Menschen. Bis der Indexpatient erste Schmerzen im Hals verspürt, werden bereits Millionen von Menschen infiziert sein. Ab diesem Punkt wird der Zusammenbruch schnell erfolgen. Erster Tag. Krankenhäuser sind überfüllt. Panik bricht aus. Zweiter Tag. Quarantänezonen werden eingerichtet. Rohstoffe rationiert. Der Verkehr wird gesperrt. Dritter Tag. Der internationale Handel kommt zum Erliegen. Das Öl geht aus, der Aktienmarkt bricht zusammen. Vierter Tag. Der Strom fällt aus. Die Regale sind leer. Die Wasserleitung bleibt trocken. Und sobald Hunger und Verzweiflung die Menschen erfasst hat, tun sie alles, um zu überleben. Am fünften Tag ist jeder eine potenzielle Gefahr. 2007 wurde eine neue Präsidialdirektive stillschweigend in Kraft gesetzt. Darin werden die Maßnahmen bei einer Krise dargelegt. Ein Plan, um mit einem echten Dark Winter fertig zu werden. Sie ist bekannt als Direktive 51. Es gibt Gerüchte über Schattenorganisationen, Schläferzellen und verdeckte Agenten. Aber nichts lässt sich bestätigen. Unsere komplexe Welt ist reif für den Zusammenbruch. Und wenn das Chaos zuschlägt, fehlen die Mittel, uns alle zu retten. Es bleibt allein die Frage, was kostet es zu retten, was übrig bleibt?